Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten Kolonie. Allerdings heute mal eine etwas kürzere Folge, weil ich hatte jetzt die Wahl zwischen einer kurzen Folge aufnehmen für morgen oder gar keiner Folge aufnehmen für morgen und habe mich dann für die kurze Folge entschieden. Besser als das Video komplett ausfallen zu lassen. Danach sollte es dann aber wieder wie gewohnt weitergehen. So ein paar Kleinigkeiten haben wir, die wir machen müssen. Also Fehler, die ich korrigieren muss auf gut Deutsch. Nämlich zum einen läuft Minikan noch im Anzug rum, aber hier gibt es noch ein größeres Problem. Ich habe nämlich in den Prioritäten vergessen, ihm das Forschen zu erlauben. Dementsprechend hat er hier noch nichts gescannt. Das sollte aber, wenn wir jetzt aus der Pause rausgehen, genau, direkt losgehen. Also da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verschenkt, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber noch haben wir genügend Kalorien. Ja, das wird aber nicht mehr ewig lange anhalten, aber naja, okay. Ansonsten ist der Rückflug von hier ja auch nicht so ganz weit. Wir machen das Beste da jetzt raus. So, dann, wie geht's den beiden hier inzwischen? Stress ist immer noch ein großes Problem, sollte aber besser werden. Überlegung ist hier halt, was können wir da kurzfristig tun, um das noch besser hinzubekommen. Und wenn ich mir da mal, stopp. Wenn ich mir da mal unsere beiden Strategen hier anschaue, einmal Julian, der ja noch eine höhere Anforderung hat als MacPelle, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Speisesaal sehe ich gerade, dass die nur plus 3 haben. Wir haben keine große Halle wegen dem Dornenstrauch. Das erschwert das Ganze natürlich jetzt auch noch mal zusätzlich. Ja. Okay, der Wasserstoff sollte allerdings zeitnah abziehen. Da können wir vielleicht da oben noch mal so ein paar Ziegel reinbauen, dass wir die noch schneller loswerden. Da ist der Zugang erlaubt. Dann stellen wir das auch mal hoch. Als Schritt Nummer 1, dann haben wir die große Halle schon mal wieder. So, und dann ist eben die Überlegung, was machen wir zusätzlich? Was haben wir vielleicht noch an Raumboni, die wir machen können? Naturreservat haben wir schon. Wir könnten einen Erholungsraum bauen. Ja, es ist eigentlich so, die beste Variante, die es kurzfristig geht. Ein Waschraum wäre auch die Moral um 1 erhöhen, aber das ist halt auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Was wir ansonsten hier natürlich machen könnten, wäre besseres Essen anbauen. Müssen sowieso mehr Essen hier anbauen. Die Frage ist gerade, ob wir vielleicht mit den Wühlpflanzen was machen. Wühlfruchtpflanzen, so rum heißen sie. Oder habe ich noch eine bessere Idee? Also was wir so oder so mal gerade machen, das sehe ich gerade. Wir schicken mit Pelle hier mal eben drauf. Vielleicht gibt es da sonniges Gemüt oder sowas. Das hilft dann auf jeden Fall ja auch nochmal. Wir können das durchschnittliche Dekor auf jeden Fall noch erhöhen. Wisst ihr was? Wir holen mal. Wer ist denn hier zuständig für Dekoration? Dekorieren. Da, Kato. Wir schicken Kato auch mal rüber. Die Statuen da fertig bauen hier unten, ne? Genau. Ach, geht noch gar nicht. Okay. Dann schicken wir Kato noch nicht rüber. Werden wir aber auf jeden Fall zeitnah machen. So, dann müssen wir hier einmal den Ziegel abreißen, wo ein luftdurchlässiger Ziegel hinkommt, damit der Wasserstoff da raus kann. Das gleiche müssen wir eigentlich hier mal machen. Ich stelle das mal auf 90 und dann bis 60 runter. So. Vielleicht sollten wir die beiden noch ausgraben, dass der Wasserstoff hier auch weg kann. So.
Ja, besseres Essen das ist halt das, wo man am einfachsten viel schnell dazu bekommt. Gucken wir mal gerade, was wir hier haben. Wir haben 33.000 Kalorien Barbecue hier. Haben wir noch anderes gutes Essen? Gekochte Meeresfrüchte. Gekochte Meeresfrüchte ist gut. Die schicken wir immer darüber. Da müssten wir die jetzt da einmal einlagern, aber gleichzeitig müssen wir die hier rausnehmen. Das heißt, wenn wir wieder was kochen, wird das nicht da reingepackt, sondern das können Duplikanten da hochnehmen. Und hier lassen wir mal gerade die anderen Sachen raus, dass die gekochten Meeresfrüchte da reinkommen. Perfekt, jetzt lassen wir die da raus, nehmen frittierten Pilz, Knorpelbeere und Barbecue da wieder rein. So, die gekochten Meeresfrüchte werden doch jetzt gleich da wahrscheinlich weggebracht, ne? Genau. So, die sollten jetzt gleich hier ankommen. Da wird alles reingebracht. Das hier mit den Flüssigkeiten, gut, das werden wir wahrscheinlich gar nicht vermeiden können, ne? So, das sollte auf jeden Fall jetzt gleich bei der Nahrung ein bisschen helfen. Eine Sweetlarve nehme ich mal hier dazu. Gekochte Meeresfrüchte, ja. Die werden so wahrscheinlich. Sind die den beiden denn erlaubt? Ja, ne? Sind sie denn? Die sind es, ne? Ja, sind erlaubt. Perfekt. Okay, das wird, glaube ich, das Problem auch später verschieben. Da kann sich dann Zukunftskrillo drum kümmern. Minikan ist inzwischen auch ein bisschen verstrahlt. Aber ja, er untersucht jetzt dann nach und nach. Lassen wir ihm einfach ein bisschen Ruhe und Zeit dafür. So, dann, was hatten wir noch für Problemchen oder was haben wir überhaupt in den letzten Folgen gemacht? Das ist immer schwierig. Nach so ein paar Tagen. Nee, ich will nicht wieder anfangen zu wischen. Genau, wir hatten gegraben hier. Nach so ein paar Tagen Aufnahmepause ist das mitunter schwierig, da immer wieder reinzukommen. Machen wir das mal so. Dann können wir das hier alles ausgraben. Hier brauchen wir die nächsten Leitern. Bauen mal. Ach Mensch. Kopieren, so. Bauen mal hier eine hin, auch wenn wir die vielleicht nicht zwingend brauchen. So. So, damit das ganze Ethanol erst hier reinfließen kann. Und es müsste dann eigentlich da nach unten, zack, zack, ja. Dann wird es hier natürlich erst wieder feststecken. Also müssen wir hier doch aufwischen, das, was ich gerade schon gemacht hatte. Eigentlich müssen wir das vielleicht alles hier erstmal eben aufwischen. Dann kommt es nach hier. Fließt hier weiter runter. Nach hier. Dann müssen wir hier auch nochmal aufwischen. Da kommen wir nur gerade nicht hin, genauso wie da. Okay, dann brauchen wir auch da Leitern. Hier Leitern. Wenn wir da sind, kommen wir auch hier überall wieder hin. Ja, dann kann es bis da unten hinfließen. Es ist nur die Frage, was wird erst fertig? Wird erst hier das ausgegraben? Aber ich glaube mal fast nicht. So, wird es hier ein bisschen besser? Naja, Moral von 31, Moral von 27. Da kann man sehen, was gutes Essen doch ausmacht. Ja, hier ist halt so ein Problem mit den Gasen, die hier immer noch mal wieder auftreten.
Also, was ich gerade gesehen habe, hier ist noch ein bisschen Chlorgas. Das sollte aber eigentlich nicht mehr werden. Soll heißen, wir wischen hier weiter auf, aber wir bauen auch hier drunter zwei Gitterziegel. Dann kann sich das flüssige CO2 da unten sammeln und ja, dann ist hier vielleicht Sauerstoff. Keine Ahnung. Zu kalt ist halt auch blöd, ne? Das sieht man ja jetzt gerade deutlich. Ich kann den ja mal aufreißen, dann hat sich das schnell erledigt mit der Kälte. Aber nee, das machen wir mal lieber nicht. So, Problem hier ist gelöst. Jetzt hat ihr mir hier was geschrieben, dass hier eine Schleuse bei MacPelle kaputt ist, aber ich sehe hier eigentlich keine Schleuse. Das gab ja hier, aber das war ja keine richtige Schleuse. Dementsprechend ist es eigentlich egal. So, dann können wir jetzt. Plastik haben wir hier, genau. Machen wir mal an der Stelle weiter. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Dampftuppe. Ne, wir haben kein Plastik hier. War das hier eingestellt, dass das alles wieder zurückgeht? Ah, deswegen. Okay. Hier ist auch jemand eingeklemmt. Ah ja, ich sehe schon, wo das Problem ist. Das Räder ist eingeklemmt. Plastik muss ich wieder einstellen. Hatte ich irgendwann gedacht, Mist, ich habe es vergessen auszustellen. Ich habe viel zu viel rüber geschickt. Dann haben wir auch insgesamt nur 7,8 Tonnen. Das ist halt echt wirklich, wirklich dürftig. Kann das denn sein, dass das hier so kalt überall ist? Oh. Ist hier wohl alles erledigt? Nee, ist noch nicht. Mist, ich habe die Leiter vergessen. Und das mit dem Ethanol geht jetzt los. Das fließt jetzt alles runter. Ah, jetzt wird aber gewischt. Vielleicht kriegen wir es doch noch alles. Na, nicht ganz, aber wir haben es fast geschafft. Den brauchen wir nicht mehr, da noch. Und dann ist es eigentlich nur noch der eine und dann kann das ein bisschen unten hinfließen und kommt mit nichts in Kontakt. Zumindest erstmal nicht. Wenn das flüssige Chlor hier runterfließen würde, das würde sowieso ausgasen. Das ist also auch nicht wirklich ein Problem. So, ist Plastik angekommen. 1,5 Tonnen. Das würde ich jetzt dann erstmal wieder stoppen, weil ich glaube, da kriegen wir schon ein bisschen was mit hin. So, Dampfturbine aus Kupfer. Kommt dorthin. Dann. Achso, wir wollten hier Schutzanzüge herstellen, ne? Da war ja, sie haben sogar schon einen hergestellt. Wir brauchen noch zwei mehr, aber wir haben ja auch welche. Ja, jetzt genau. Jetzt weiß ich das auch wieder. Ich wollte das ja umbauen auf Schutzanzug. Muss gerade mal gucken, ob wir das hier herbauen. Dann haben wir noch nirgendwo eine Verbindung. Ja, das geht. Okay, also brauchen wir hier ein paar Ziegel. So viele müssen es gar nicht sein. Schutzanzug Docks. Und wird das Material ausgehen? Machen wir es mal
so minimalistisch wie möglich. Dann leiten wir den Sauerstoff dahin. So, Strom. Lassen wir die Kontrollstelle vielleicht noch mal erst weg, ne? Öffne ich die Tür schon oder öffne ich sie noch nicht? Nee. Wir sind ja jetzt dabei, das wäre ja dumm. Also, wir bauen jetzt hier gerade alles fertig für die Schutzanzüge und die dann kurz bevor das fertig ist, da reinschicken. Das wäre kein kluger Schachzug. Oh, neuen Planetoiden entdeckt. Wie heißt der? Frostilios. Ah, da werden wir. Das klingt ganz nach Graupelweizenkörnern. Metallreich, üppiger Kern, Spitzenlicht, 10.000 Lux, kosmische Strahlung, 250 Grad. Es gibt einen Eisenvulkan, Wald, Weltraum und Tundra. Da sehe ich sogar einen Graupelweizenkorn. Wenn das da in der Vorschau schon drin ist, dann, ja, dann ist es genau das, was wir brauchen. Ich muss jetzt nur noch mal eben schauen. Ne, wir haben noch nicht alles erkundet, aber was macht das Essen? Okay. Das hält nicht mehr sehr lange. Was macht mit... Achso, der bringt jetzt da oben Sachen wieder her. So, Schutzanzug wird geliefert. Dann bauen wir jetzt die Kontrollstelle. Das funktioniert auch wie gewünscht. Lass mal, ja, ja, 60%, das sinkt jetzt schon mal wieder deutlich, ne? So. Sobald jetzt auch mit Pelle einmal drüben war. So, ab jetzt können wir nämlich diese Tür hier wieder öffnen. Und können hier weitermachen. Im Grunde hier alles auf höhere Priorität. Wir können den analysieren wieder. Das darf alles jetzt passieren. Plus wir könnten die Förderschienen hier bauen. Ne, was wir hier erstmal vielleicht bauen, ist eine Wärmetauschplatte. Haben wir hier Diamant? Ne, haben wir nicht. Haben wir hier Aluminium? Wahrscheinlich doch. Ne, haben wir nicht. Zumindest nicht genügend. Zack, Metall. Was haben wir hier dann noch? Kupfererz, Uranerz, Eisenerz, Wolframit ist ja noch besser. Wo haben wir überall Wolframit? Am einfachsten kommen wir von hier aus ran. Graben wir einmal das auf. Das ist nicht so viel Chlor, wie es auf den ersten Blick aussieht. So, so. Ja. Dann dürfen wir genügend haben, um die Förderschienen da zu bauen. So, was ist hier mit den Toiletten? Benötigen dringend. Achso, dann muss ja irgendwo jemand eingeklemmt sein in der Rakete oder so. Nee. Ist hier jemand irgendwo? Ah.
jetzt selber erwischt. Na gut, dann. Dann ist das nicht so dramatisch. Wenn ich mir dann Ausweg baue, ist gut. Wenn nicht, haben wir ja dafür hier eine Lösung gebaut. Ja. Dass uns da nichts passiert. Apropos Lösung gebaut. Unsere Ölleitung streikt, habt ihr mir geschrieben. Und das kommt, weil das verschmutzte Wasser hier nicht verarbeitet wird. Okay. Dann würde ich fast sagen, wir machen hier mal Folgendes. Ich trenne das hier auf. Für das ganze Wasser, das auch von da kommt, was von unten kommt und was hier noch in der Leitung ist, lassen wir hier raus. Dann muss es halt da nochmal wieder abgepumpt werden. Kostet uns das ein bisschen mehr Strom, aber bis hier mal alle anderen Leitungen leer gelaufen sind und so, das zieht ja. Das dauert ja noch Ewigkeiten. So, was mal, ja, das sieht besser aus. Wir hatten hier das Automatisierungskabel zerlegt. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Strom hier verschwenden. Gerade weil, ja, alles was wichtig ist, was im Wasserstoff sein musste, ist im Wasserstoff. Dann würde ich das mal wieder nach dort ergänzen. Ja, hier ist jetzt noch nicht so viel passiert, aber wir haben niemanden mit Elektrotechnik. Okay. Das kriegen wir dann ja auch noch mal organisiert. Ich glaube, wir können hier noch mal ein bisschen was verbessern bei der Sauerstoffverteilung nach hier unten, dass dann wieder mehr gepumpt wird und dann mehr ankommt. Genau, man sieht jetzt schon, dass da wieder größere Sauerstoffblöcke durchgehen. Und es wird gleich noch besser, wenn der Rest gebaut ist. Könnte auch überlegen, vielleicht den Elektrolyzer noch vorübergehend einzuschalten. Aber ich denke, das ist nicht mal notwendig. So, ist schon Wolframit ausgegraben? Wo war das noch gleich? Hier, ja, ist es. Sehr gut, dann kann ich jetzt hier planen, oder was eigentlich die schlauere Variante ist. Ich mache mir einen Snapshot davon. Nehmen wir alles raus und ich möchte nur Förderschienen haben. Da müssen wir, glaube ich, dann noch das Ganze nach unten leiten. Mit einer Brücke an der Stelle. So. Aber auch hier gilt, uns fehlt der Elektrotechniker. Wer könnte das machen? Na Quatsch, ich muss ja hierher. Arcosia oder Tom? Arcosia. Tom. Dann würde ich wahrscheinlich Tom mal rüber schicken. Da ist so, wir haben jetzt von hier aus alles untersucht. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt weiterschicken wegen der Nahrung oder besser nicht. Doch, ich würde es noch riskieren. Ja. Wir haben noch wie viel Reichweite? 7, ne? Also, die können wir noch 2 Felder weiter. Fliegen wir in
diese Richtung. Ja, dann können wir schon mal, ja, auf jeden Fall, dann können wir uns nämlich da schon mal was ansehen. So, warten, dass Tom kommt. Da kommt Tom. So, schon ist er da. Kannst deinen Anzug ablegen, weil hier gibt es neue Anzüge. Also, theoretisch, die sind zwar jetzt noch nicht mit Sauerstoff gefüllt, aber das kriegen wir sie. Komm, wir schalten den doch mal eben ein hier. Gibt noch mal ein bisschen Wasserstoff dann natürlich auch, klar, aber... wird uns doch helfen und wir bauen hier vielleicht auch direkt noch mal zwei weitere dazu. Ja, mit dem Bauen passiert hier nichts, weil MacPelle die ganze Zeit das Ding untersucht. Vielleicht tragen wir das mal auf später. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Jetzt haben wir aber immer noch niemanden für die Skulpturen, ne? Und auch kein Bett für Tom, aber die sollen alle halt auch nicht ewig hier sein. Ich denke, Julian werden wir noch ein bisschen was länger hier lassen, weil hier noch viele Aufgaben sind. Obwohl eigentlich wäre Tom auch wichtig, weil wir müssen noch viel diese Dampfturbinen und so bauen, ne? Haben halt hier noch die ganzen Vulkane, die wir alle noch einbeziehen müssen. Da ist noch ein Flüssigschwefelgeysir, um den müssen wir uns noch kümmern. Das wird sowieso keine Endlos-Baustelle, aber eine lange Baustelle. Hostilius, Raketen im Orbit, dann schauen wir uns den doch mal an. Okay. Jo. Wolframit sehe ich. Ansonsten nicht viel Spannendes zu entdecken. Ach so. Das hätte ich auch schon mal ausgraben können. Dann haben wir hier einen einfachen Weg daran, ne? Geht das ein bisschen schneller. Was machen wir mit dem Stromnetz? Wir werden hier so oder so Starkstromkabel brauchen. Aber ich glaube, wir können hier mit einem normalen Starkstrom... Kabelarbeit ist natürlich für den Moment erst wieder Mist mit dem Stress, das weiß ich. Aber Ziel ist ja, dass irgendwann niemand mehr auf diesem Asteroiden ist. Also das soll ein Asteroid werden, der von niemandem besiedelt sein muss. Sein wird. Ach, ich habe die Zeit völlig um. Ist jetzt, ich muss Ende machen, ganz schnell. Bevor ich das vergesse. Gestern schicke ich vielleicht die Rakete noch schnell zurück. Ich habe das hier gesehen, was ich sehen wollte. So, nicht, dass da zu einem Verhungerungsunfall kommt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Kurze Info schon mal, Freitagabend ist wieder Livestream. Ganz zum Ende nochmal eben eingestreut. Circa 19 Uhr, 19:30 Uhr wird es wieder losgehen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr dabei seid. Also macht's gut, bis bald und tschüss.